Hallo, Servus und moin moin, liebe Leute, und willkommen zurück hier in Kanada bei SnowRunner. Wir wollen den verdammten Feuerwehrwagen, das Feuermonster. Und beim letzten Mal haben wir ja fürchterlich verkackt, kann ich mal so sagen. Und von daher haben wir unseren guten alten Tatra wieder geholt. Ob wir damit weiterkommen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Leute. Aber wir ziehen auf jeden Fall, oder wir gehen auf jeden Fall hier auf Nummer sicher und nehmen diesmal den langen Weg hinten bei den Rohren vorbei, da durchs Wasser. Ist es nicht so tief? Beim letzten Mal hing uns das Wasser ja wirklich bis zum Hals und das ist keine Untertreibung. So, von daher, wie gesagt, probieren wir es heute nochmal mit dem Tatra. Unser erster Halt hier wird natürlich erstmal ein Zwischenstopp, wo wir nachtanken können. Und das ist hier, denn hier haben wir einen Tankaufhänger. Und den sollten wir tatsächlich nutzen, denke ich. Ich würde sagen, ohne langes Vorgerede geht los, Leute. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und mir eine Menge Glück. So die ersten paar Meter wie immer Kinderspiel. Hier das 60-Schild ist schon ein Witz, ne? So, kleinen Augenblick nochmal, Leute. Ich glaube, ich werde hier tatsächlich nochmal die den Spielsound ein bisschen leiser machen für euch. Und für mich natürlich auch. Hier ist manchmal immer so die Frage, brauchen wir den Allrad oder nicht? Oder sparen wir lieber ein bisschen Sprit? So, beim letzten Mal, oh, ich muss mal eben stehen bleiben. Beim letzten Mal hatte ich ja noch mal den Kommentar drunter, dass ich mir da eine Menge vorgenommen habe.
Ja, ich glaube schon, mit dem jetzigen Fuhrpark wird das schon eine Herausforderung. Aber bis jetzt hat uns der Tatra eigentlich noch nie groß im Stich gelassen. Und ich hoffe, dass sich das auch nicht ändert. Die Nachmittagssonne, die nehmen wir natürlich mit, wo man vorsichtig. So, hier haben wir ja schon eine kleine Brücke gebaut. Wobei Brücke eigentlich fast schon übertrieben ist. Und ich frage mich gerade, wo ich uns hier hingeführt habe. So, dann wollen wir mal sehen. Eine Möglichkeit wäre hier und die andere hinten bei den Rohren, ne? Wollen wir es wagen? Hier ist zumindest ein bisschen kürzer die Strecke, aber ob kürzer immer besser ist.
So, machen wir uns mal ein bisschen Licht. Oh, sieht schon herrlich aus, ne? Die Lichtstimmung ist schon genial. Ich mag hier die Sonnenuntergänge. Wieder Wildwechsel. Wobei ich eigentlich sagen muss, durch den großen Tank haben wir hier natürlich nicht so sehr das Problem mit dem Benzin, ne? Genau, wir wollen auf jeden Fall hier erstmal tanken. Und die Nacht verbringen. Mensch. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Der Tank. Sollte eigentlich gleich hier vorne sein. Hier. Hier ist er. Also den Tankauflieger, ja, zum Tatra 81 Liter reindonnern. Mach mal den Motor aus, mein Lieber. Schlaf eine Runde und wir sehen uns dann gleich wieder. So, liebe Leute, ein neuer Tag beginnt und wir fahren weiter. Frisch betankt, ausgeruht. Da kann eigentlich nichts mehr dazwischen kommen, außer Landschaft, ne? So, ich bin momentan aber doch tatsächlich noch relativ optimistisch.
Zumindest was die Hinfahrt betrifft. Wie es dann zurück aussieht, oder? Wie groß der Teil ist und ob unser Abschleppwagen hier auf irgendeine Art und Weise Sinn macht, das wird sich dann zeigen, wenn wir irgendwann mal angekommen sind. Hier hätte ich ja jetzt ganz gerne irgendwie einen Traktor oder sowas. Einen richtigen Power-Traktor wie den aus der Phase 8. Aber den können wir hier gar nicht nutzen. Den habe ich nämlich nicht. Ich bin vielleicht aber auch nur ein bisschen dumm und habe vergessen, den einzulagern. Müssen wir nochmal schauen. Aber jetzt erstmal mit dem Tatra unterwegs. Hier jetzt durch verbranntes Land. Es sieht übrigens tatsächlich so aus, ne? Wenn irgendwann mal die also nach dem Waldbrand. Ob das Grün jetzt unbedingt so schnell wiederkommt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber nach einem halben Jahr oder Jahr ist es wirklich so, ihr habt diese schwarzen, verkohlten, außen verkohlten Stämme und die Bäume an sich bekommen wieder Grün. Ne? Hier wird der Boden an sich ziemlich feucht sein, der Untergrund eben durch die ganzen Löscharbeiten. Ich will mal eben was probieren und zwar ob wir den nicht einfach wegziehen können und die Straße damit freiräumen. Na, nicht so ganz. Nicht so ganz, wie ich es mir gedacht habe. Allzu weit dürften wir es jetzt nicht mehr haben. So, da sehe ich ihn auch schon. Der liegt auch noch auf der Seite. Okay, erster Versuch, dann wollen wir mal gucken, ob wir den
gedreht kriegen. Sehr schön. Aber viel mehr tut sich da auch nicht, ne? Und sobald wir nämlich hier loslassen, da wird er wahrscheinlich von hier kriegen wir ihn nicht, Leute. Nicht so, wie ich dachte. Da müssten wir gucken, dass wir hier von der Seite. Hier was machen können, ne? Bergungsplattform. Warte mal einen Moment, kriegen wir den vielleicht tatsächlich hier drauf? Absenken, ausfahren, bewegen. Nee, so gibt er ja gleich wieder Gas, das ist ja Quatsch. Mal die Handbremse an. Ich glaube, das wird noch nichts so. Aber wir probieren es, ne? Mal schauen, ob was wird. Den kriegen wir da gar nicht bewegt, Leute. Auch mit der Wendensteuerung, Leute, nichts zu machen. Das einzige Problem, was wir kriegen werden, wir werden uns hier selber festfahren.
Der bewegt sich da kein Stück, Leute. Kein Stück bewegt er sich. Ich bewege mich nicht, der. So, und nächster Versuch. Dann müssen wir das nochmal anders machen. Vielleicht liegt es tatsächlich hier dran. Und probieren den dann hier über die Steine wegzukriegen. Ne? Ein bisschen schräger dran. Ein bisschen rückwärts. Aber hier ist wiederum der Baum. Ich weiß es nicht. Leute, das wird absolut nicht einfach. Ja, ich glaube, ich habe mir da ganz schön was vorgenommen. Ne? So. Nächster Versuch, Leute. Okay, den ersten Teil haben wir tatsächlich geschafft. Aber der ist ein bisschen groß, ne? Der ist einfach zu groß, als dass wir den bei uns drauf kriegen. Da nehmen wir den wirklich mehr Huckepack als sonst was. Haben wir keine Chance, so auf die Art und Weise zumindest nicht. Also hier mit Doggy Style wird das nichts. Der ist auch zu breit. Müssen wir mit der Winde versuchen, Leute. Nützt nichts. Nützt gar nichts. V
Vor allen Dingen, weil wir ja auch die ganz andere Richtung müssen. Wir können ja mal gucken, ob der sich überhaupt bewegt. Nee, Leute, wir machen das anders. Erstmal ab mit dir. Und wir probieren es mit der Winde, weil der Wagen ist zu hoch, ne? Der Wagen ist einfach zu hoch. Die Idee war schlecht, die Ausführung scheiße, Leute. Der hat sich hier nämlich verkeilt. Können wir den wegschieben? Ich glaube, das war nichts, Leute. Ich glaube, das war man gar nichts. So, mach mal da den. Also ein Problem werden wir hier kriegen. Mindestens eins. Mehr ist nicht, Leute. Keine Chance. Okay. Wie kriegen wir uns jetzt hier wieder frei? Wie kriegen wir uns hier wieder frei? Beziehungsweise kriegen wir uns hier überhaupt wieder frei. Ist das ein größerer? Müssen wir mal schauen, Leute. Okay, das war heute mal die zweitdümmste Idee, die wir hatten.
den Truck wechseln können wir nämlich auch nicht, so wie das aussieht, oder? Nee, können wir noch nicht. Das wiederum bedeutet, ich werde die Strecke noch mal fahren dürfen. Ohne euch, Leute. Und wenn wir dann hier angekommen sind, in der nächsten Folge werden wir an ungefähr der gleichen Stelle wieder ansetzen. Wir wissen ja jetzt zumindest, dass wir es hierher schaffen. Wenn es euch gefallen haben sollte, liebe Leute, lasst gerne einen Kommentar, einen Like da. Würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen. Bis dann und macht's gut.